Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zwerge. Wir sind in Festung Urgatod bei den Zweiten und es geht darum, den nächsten Großkönig zu wählen. Wir haben erfahren, dass wir einen kleinen Komplott angehören, sozusagen. Wir sind eine kleine Spielfigur auf dem Schachbrett, denn wir sollen den Thronanwärter herausfordern, damit Zeit geschunden wird und ein Wettkampf zwischen uns beiden stattfindet, damit Gandogar, der Thronanwärter, nicht direkt zum Großkönig gewählt wird und ein Krieg mit den Elben beginnt. So kurz und knapp nochmal zusammengefasst, das, was wir in der letzten Folge herausgefunden haben. Wir werden uns jetzt mal so ein bisschen hier umschauen. Darf ich Sie? Vrakas, der die Zwerge aus Stein gemacht hat, wurde von eben diesen Zwergen seinerseits in Stein gehauen. Eine meisterhafte Arbeit, wie nur die Steinmetze der Zweiten sie heute noch Ach vollbringen ja, können. wir haben erfahren, dass die zweiten Steinmetze sind. Die dritten hatten, glaube ich, ganz gute Kampffähigkeiten. Oh, ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also das kriege ich bei weitem echt nicht mehr zusammen. Ich glaube, die ersten waren Meisterschmiede. Du überfliegst die kunstvollen Runen und suchst nach der Passage, von der dir Gundrabur und Balendilin erzählt haben. Wenn es mehrere Bewerber aus einem Stamm gibt und in der Abstimmung niemand alle Stimmen auf sich vereinen konnte, kann der Großkönig entscheiden, ob er den Bewerber mit den meisten Stimmen zum Sieger erklärt oder ob er die Bewerber in einem Wettstreit gegeneinander antreten lässt, um den Sieger zu bestimmen. Puh, mir rennt gerade so ein bisschen der Schweiß. Denn wenn ich aufnehme, kann ich kein Fenster öffnen, sonst hört ihr alles, was draußen passiert. Meine Nachbarn sind relativ laut und ich habe eine Straße gleich nebenan und man hört es leider durch das Mikrofon. Und jetzt ist es gerade sehr, sehr warm. Kann ich mal auf das Thermometer gucken? Okay, ich habe 30 Grad jetzt gerade hier drin und der PC läuft natürlich. Es sind keine Temperaturen für mich, muss ich ehrlich gestehen. Also ich mag den Sommer, ich liebe ihn nicht, ich mag den Sommer. Ich finde es auch schön, dass wir endlich mal einen schönen Sommer haben mit gutem Wetter. Aber es sind mir ein paar Grad zu warm. Das Kohlefeuer wird entzündet, wenn sich die Stämme zu Beratungen treffen. Viel zu lange brannte es nicht, bis es vor wenigen Tagen endlich wieder entzündet wurde. Also, es geht sofort weiter. Wollte gerade mit WASD gehen. Das passiert, wenn man mit zu vielen Leuten, zu viele Spiele spielt. Der Berater des Großkönigs hat die Statur eines Kriegers. Seine Augen sind wie die eines Raubvogels. Und man kann eine brennende Intelligenz hinter ihnen erkennen. Also, Balendili, schwieriger Name, der hat seinen Arm verloren, haben wir schon gehört, im Kampf. Jetzt ist er Berater des Großkönigs. Und macht diese Aufgabe sehr, sehr gut, kann man nicht anders sagen. Selbst für einen Zwerg ist Großkönig Gundrabur sehr alt. Sein langer weißer Bart deutet auf 500 und mehr Zyklen hin. Er wirkt schwach, doch wenn man mit ihm spricht, spürt man eine Aura von Erhabenheit. Okay, jetzt haben wir hier alles drin, ne? Okay, dann können wir wieder rausgehen und unser Zimmerchen aufsuchen. Huch, wir müssen darauf klicken. Ich dachte, man darf noch ganz stylisch rausrennen, aber dürfen wir nicht. Ah, Tungdil, was gibt's? Der Großkönig und sein Berater wissen auch nicht, woher ich stamme. Sie wollen mich nur benutzen, um Gandogars Krönung zu verzögern und letztlich den Krieg gegen die Elben zu verhindern. Was immer passiert, wir stehen auf deiner Seite, Gelehrter. Du bist dir nicht sicher, ob dir die moralische Unterstützung deiner Freunde im Wettstreit mit Gandogar nützlich sein wird. Doch es fühlt sich gut an, die Sache nicht allein durchstehen zu müssen. Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Also ich muss sagen, ich trinke gerne Bier, aber ich habe momentan keinen Bock auf Schwarzbier. Das trinkt man eher im Winter, finde ich. Also ich trinke es eher im Winter. Auf in unsere Kammer. Andokai, was gibt es?
Ich bin gekommen, um dir die hier zurückzugeben. Ich konnte sie entziffern, größtenteils. Du hast die Maga dabei beobachtet, wie sie sich auf eurer Flucht immer wieder Zeit genommen hat, die Bücher zu studieren. Es sind Aufzeichnungen aus dem jenseitigen Land. Sie berichten von dämonischen Wesen aus dem öden Land, die von Menschen Besitz ergreifen können und ihnen große Macht verleihen. Zum Beispiel Unsterblichkeit? Die Maga nickt ernst. Es wird von einer Axt berichtet, geschmiedet von den Untergründigen, Feuerklinge genannt. Sie soll die Macht haben, durch Fleisch und Knochen des Lebenden zu schneiden und das Dämonische in seinem Innersten gänzlich zu vernichten. Ja. Klingt gut, ne? Ich hoffe, es wird garantiert so sein, dass wir die Axt benutzen müssen. Ihr denkt also, ein Dämon aus dem jenseitigen Land hat von Ludin Besitz ergriffen? Er sah sehr verändert aus, als ich ihm in Porista begegnete. Und er ist auferstanden, obwohl ihr ihm den Kopf abgeschlagen habt. Das lässt sich nicht mit der Macht des Toten Landes erklären. Und er wollte verhindern, dass uns diese Bücher in die Hände fallen. Das wäre nur verständlich, wenn die Feuerklinge die Macht hätte, ihn zu besiegen. Kennt ihr diese Untergründigen? Von den Untergründigen habe ich noch nicht gehört. Aber im jenseitigen Land war ich bereits. Es muss schrecklich sein. Seit tausenden Zyklen marschieren von dort die Horden Tions gegen unsere Festungen. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sicherer als ein Land, in dem ein von einem Dämon besessener Magus herumläuft, ist es allemal. Wo befindet sich diese Feuerklinge? Ich weiß nicht, ob diese Waffe jemals geschmiedet wurde. Sie benötigt seltene Materialien und meisterhafte Handwerkskunst. Der reinste, härteste Stahl. Runenverzierte Widerhaken aus Stein. Ein Griff aus Sigodatienholz. Intarsien aus allen edlen Metallen. Die Schneide mit Diamanten besetzt. Geschmiedet in der heißesten Esse. Wir sind Zwerge, wir haben die talentiertesten Handwerker. Und du hast das Sigodatienholz. Es ist bei den Gegenständen in deinem Rucksack, zum Glück. Denn Sigodatien gibt es keine mehr im geborgenen Land. Aber selbst wenn es euch gelänge, die Axt zu schmieden, es könnte alles nur ein Märchen sein. Zu wenig, um unser Leben darauf zu verwetten. Die fehlenden Materialien können wir hier in der Festung bekommen. Genau wie einen Edelsteinschleifer. Schließlich sind Gandogar und seine Vierten hier. Einen Steinmetz der Zweiten und ich kann schmieden. Die Maga betrachtet dich nachdenklich und kurz scheint es, als würde dein Enthusiasmus eine Wirkung auf sie haben. Doch dann sagt sie... Ich wünsche dir viel Glück, Tungdil. Ihr wollt noch immer das geborgene Land verlassen? Aber was wird aus eurem Reich und all den anderen Reichen? Ich bewundere deinen Optimismus, mein Freund. Doch es ist nicht klug, sich einem rollenden Fels in den Weg zu stellen. Es widerstrebt mir, mein Reich aufzugeben. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr erreichen, als das Leiden unnötig zu verlängern. Aber du willst die letzte Maga des geborgenen Landes nicht ziehen lassen. Leider fällt dir nichts ein, was sie zum Bleiben bewegen könnte. Meinen Dank, ehrenwerte Maga, für alles, was ihr getan habt. Ja, Andokai hat uns verlassen, damit auch Jerun. Den konnten wir gar nicht austesten, das tut mir auch ein bisschen leid. Schauen uns mal ein bisschen hier um. Geht gar nicht. Wir gucken uns den Käse mal an. Verschiedenste Käsesorten, eingelegte Höhlenpilze, geröstetes Stollenmoos und einige Dauerwürste. Allein der intensive Geruch des Käses lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir werden doch ein Zwerg. Ein richtiger Zwerg. Goren hatte eine Antwort auf die Bedrohung gefunden. Die Feuerklinge. Egal wie schwer es ist, sie zu schmieden, wir müssen es tun. Wir wissen von nichts anderem, was einen Dämon verletzen könnte. Wir müssen auf dem Bärenfell schlafen. Dazu müsst ihr wissen, ich hasse echte Tierfelle. Ich kann sie nicht berühren. Ich finde das so ekelhaft. Ich kann auch nicht mal sagen, warum ich es ekelhaft finde, aber ich finde es ekelhaft. Meine Eltern
haben so ein riesen Kuhfell in ihrem Wohnzimmer liegen, sodass also meine Durchgänge, wo ich hin muss, sind dadurch blockiert. Und ich muss da immer so akrobatische Übungen ausführen, damit ich überhaupt daran vorbeikomme, ohne das Kuhfell zu berühren. Die lachen sich jedes Mal schlapp, wenn ich da bei ihnen bin und versuche, nicht das Kuhfell zu berühren. Aber ich finde es wirklich eklig. Ich kann es nicht sagen, warum, aber ich finde es super eklig, die echte Tierfelle anzufassen. Mag ich nicht. Segodatienholz. Es ist sehr selten. Vermutlich wollte Lord Ionan es untersuchen oder damit experimentieren. Na gut, wenn wir nichts mehr haben, legen wir uns schlafen. Du freust dich auf das erste richtige Bett seit Wochen. Ne, wir legen uns schlafen. Wir haben ja alles angeguckt. Du wirfst deine Kleidung ab und legst dich hin. Ehe du dich versiehst, fallen deine Augen zu und du schläfst ein. Als dir am nächsten Morgen deine neue Rüstung gebracht wird, kannst du deinen Augen kaum trauen. Und dennoch, als Schmied kannst du es nicht ertragen, keinen Beitrag dazu beigesteuert zu haben und beschließt, einige Einlegearbeiten hinzuzufügen. Auch wer die Rüstung eines Prinzen trägt, kann darunter immer noch ein Hufschmied sein. Meinst du nicht, Tungdil, Bolofar? Hallo, Bislipur. Genauso wie eine Schlange im edlen Gewand trotzdem noch eine Schlange ist? Deine Frage ignorierend mustert Bislipur dich ganz genau, bevor er spricht. Du willst also einer von unserem Stamm sein? Ein Findelkind? Von einem Zauberer großgezogen? Man soll es nicht für möglich halten. Und ich halte es auch nicht für möglich. Es gibt keinen Beweis deiner Herkunft. Und Gandogar hat den Rat auf seiner Seite. Warum ersparst du dir nicht die Blamage und erscheinst gar nicht erst vor dem Rat? Lass dein Vorhaben sein und wir nehmen dich in unseren Stamm auf. Wir geben dir alles, was du benötigst, dein ganzes Leben lang. Dafür unterstützt du Gandogar, anstatt ihn zu bekämpfen. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten. Am liebsten würde ich ihm das an den Kopf schmeißen. Weiß aber nicht, ob das so klug ist. Oder wir sagen das, damit blocken wir ja komplett ab. Und das ist so ein bisschen herausfordernd. Ich finde das so ein bisschen trotzig. Ich probiere das jetzt einfach. Beweise? So wie euer Brief, der nach über 1000 Zyklen entdeckt wird und die Elben für den Fall der 5. verantwortlich macht? Es ist kein Geheimnis, dass die Elben hinterlistig sind. Und was wäre besser dazu geeignet, uns Zwergen eins auszuwischen, als das Tote Land einzulassen und uns als Sündenbock darzustellen? Die Elben wurden durch das Tote Land vertrieben und sind nun fast ausgerottet. Ich habe gesagt, dass sie hinterlistig sind. Nicht klug. Großer Fehler. Unterschätze niemals deinen Feind. Niemals. Auch wenn ich die Elben jetzt nicht als Feind betrachte, aber er, ja. Und wenn er so großkotzig ist, nenne ich es mal, und sagt, dass die Elben dumm sind, dann hat er den größten Fehler gemacht. Dann ist er nämlich dumm. Unterschätze wirklich niemals deinen Feind. Kinder des Schmiedes lassen sich nicht den Mund verbieten. Du bist ein Zwerg. Zugegeben. Aber kein Vierter kann sich daran erinnern, dass ein Zwergenkind verloren gegangen ist. Und du kennst Tausende der Vierten von Angesicht zu Angesicht und weißt ganz genau, wo sie im Gebirge wohnen, was sie planen und was für kleine Tragödien sich ereignen. Du spürst, dass all die langen Abende in der Bibliothek und die Dispute mit Lord Ionan nicht umsonst waren, als Bislipur um eine Erwiderung ringt, ehe er es dann sein lässt. Du hast wahrlich genug von diesem Zwerg. Er bereitet dir Unbehagen. Mehr noch. Raus hier. Ein vermenschlichter Bastard. Gib mir keine Befehle. Wisse, wo dein Platz ist, falscher Zwerg.
Merkt euch dieses... Ne, mehr sag ich dazu nicht. Okay, haben wir jetzt... Ein wenig von dem Gold hat einen münzgroßen Fleck auf deinem Handrücken hinterlassen. Es schmerzt, aber dir gefällt der Gedanke, dass ein wenig von dem geliebten Metall nun ein Teil von dir ist. Du hattest gerade das letzte Ornament fertiggestellt, als Bislipur dich unterbrach. Das Siegel Lot Ionans, der dich aufzog und dir ein Zuhause gab, das es nun nicht mehr gibt. Ich hab zu schnell geklickt, das tut mir leid. So, die müssen wir jetzt... Brachst du dir... Sie ist nicht nur eines Königs würdig und passt wie angegossen, sie sollte mir auch im Kampf zusätzlichen Schutz bieten. So, können wir uns einmal drehen? Komm mal her, Tungdil. Jetzt haben wir eine richtig schicke Zwergenrüstung an. Und guck mal, da steht Bier. Raus hier. Wir halten jetzt unsere Rede. Würde ich so einfach mal sagen. Darum erhebe auch ich Anspruch auf den Thron. Und darum denke ich auch, der fähigere Anwärter zu sein. Danke für deine Rede, Tungdil Bolufar. Der Rat möge nun seine Fragen stellen. Oh nein! Warum ist die Rede nicht drin? Die war voll gut. Zumindest habe ich sie als ziemlich gut in Erinnerung. Ist sie wirklich nicht drin? Wenn jemand das Spiel gespielt hat und das weiß, ist die Rede wirklich nicht drin oder ist sie einfach wieder übersprungen worden? Komm. Bislipur. Nichts, was du sagst, wird irgendjemanden hier überzeugen. Du bist nicht bei uns aufgewachsen. Und niemand weiß, ob du wirklich ein Vierter bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es je einen unwürdigeren Anwärter auf die Krone des Großkönigs gegeben hat. Du stiehlst nur unser aller Zeit. Ah, jetzt ist wichtig, was wir sagen, ne? Also entweder wir sagen, ich wusste, dass du ja alle hier sprichst, wäre absolut eine Antwort, die ich ihm in den Kopf werfen würde. Ja, das sagen wir. Oh, ich wusste nicht, dass du der Sprecher für alle in dieser Versammlung bist, Bislipur. Ich hatte den Eindruck, jeder Zwerg kann sich selbst eine Meinung bilden. Allerdings. Hört, hört. Oh, er hat schon recht. Halt dich zurück, Bislipur. Das war schon mal richtig gut. Das war, eine gute Antwort. Ich glaube, das andere ist so... also Konter finde ich gut. Das andere, wenn man zeigt, dass man angegriffen wurde, ist nicht immer so klug. Also kontern darf man, ja. Aber wenn man so, sag ich mal, sich dem anderen gegenüber eingesteht, dass die eigene Stellung sozusagen angefochten wird, finde ich, ist das bei solchen Sachen ein Zeichen von Schwäche, auch wenn es kein nicht schlimm ist, dass man Schwächen hat. Aber manchmal darf man das nicht so zeigen. Ja, der Zwerg aus dem Stamm der Zweiten dort. Du sagst, ein Krieg gegen die Elben wäre Wahnsinn. Aber wie kannst du das als so junger Zwerg beurteilen? Du hast ja noch kaum etwas von der Welt gesehen. Es ist wahr, ich kenne vieles nur aus Büchern. Aber es steht geschrieben, dass es unsere Aufgabe ist, das geborgene Land zu verteidigen und zu beschützen. Das schließt die Elben ein. Und haben die Elben nicht denselben Feind wie wir? Sie könnten uns im Kampf beistehen. Warum sollten wir dem Feind in die Hand spielen, indem wir sie angreifen, anstatt gemeinsam gegen ihn vorzugehen? Stimmt wohl. Recht hat er. So spricht ein schlauer Krieger. Aber die Langohren hassen uns. Und wir hassen sie auch. Wie sagt man? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, eure Frage? Nur um das richtig zu verstehen. Du willst eine Waffe schmieden, die in einem Märchenbuch aus dem jenseitigen Land beschrieben wird, um einen Dämon zu töten, den niemand von uns je gesehen hat? Ich habe ihn sehr wohl gesehen, Guingar Schimmerbärtchen. Wir haben das tote Land mit eigenen Augen gesehen und sein Meister Not-On konnte nicht getötet werden.
Viele sind für die Bücher gestorben, in denen steht, wie die Feuerklinge hergestellt werden kann. Und der Magus hat alles unternommen, um die beiden Stiele aus Sigurdazienholz in die Finger zu bekommen. Das sind die Fakten, ob sie dir gefallen oder nicht. Die Probleme werden sich nicht von alleine lösen, also frage ich euch, ist es die Art der Zwerge, beiseite zu treten und nichts zu tun, oder ist es unsere Art zu handeln? Zu handeln. Wir verstecken uns nicht. Wenn die Menschen das Tote Land nicht aufhalten, dann eben wir. Wir sollten uns da nicht reinziehen lassen. Zeigen wir dem Magus die Stärke der Zwerge. Ich habe genug gehört. Der Rat hat die Worte beider Bewerber vernommen und muss nun eine Entscheidung fällen. Wer von euch Tungdil Bolofar, den zurückgekehrten Sohn aus dem Stamm der Vierten, als meinen Nachfolger sehen will, der hebe die Axt. Und wer von euch will Gandogar Silberbart, aus dem Clan der Silberbärte, den König der Vierten, als meine Nachfolger sehen? Es ist knapp, aber Gandogar hat mehr Stimmen erhalten. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ein Hoch auf Gandogar. Es lebe unser neuer Großkönig. Jedoch, das Ergebnis war nicht einstimmig. Und als amtierender Großkönig mache ich von meinem Recht Gebrauch, einen Wettkampf zwischen den Anwärtern zu fordern. Was soll das? Aber er hat die Wahl gewonnen. Es sind die Regeln. Der Großkönig hat das Recht dazu. Respekt. Er ist immer noch der Großkönig. Ruhe! Ihr habt den Befehl des Großkönigs vernommen. Schreibt auf einen Zettel, worin sich die beiden Anwärter messen sollen. Seid ihr bereit? Wer diese Aufgabe als erstes bewältigt, wird Großkönig sein. Es ist eine Expedition. Die Prüfung besteht darin, eine Gruppe zu führen, die die Axt Feuerklinge im grauen Gebirge schmiedet, mit der dann der Kampf gegen den Magus Not-On aufgenommen werden kann. Ja. Eine Expedition ins Tote Land? Haha, brillant. Das kann doch nicht wahr sein. Das nenne ich eine würdige Herausforderung, oder? Das nenne ich Glück, Gelehrter. Von allen Aufgaben zieht Bislipur ausgerechnet diese. Ja, Glück. Ja. Also, der Plan ist aufgegangen. Aber mein König verlangt das nicht von mir. Warum ausgerechnet ich? Du bist einer meiner besten Gemmenschneider. Und ich habe ihm Unterstützung versprochen. Es soll ein fairer Wettbewerb sein. Oder soll ich deinetwegen mein Wort brechen? Aber... Du wirst gehen, Guimgar Shimmerbart. Mach uns keine Schande und folge den Anweisungen Tungdils. Geh und kehre gesund wieder. Damit ist unsere Gruppe komplett. Wen hast du denn als Steinmetz ausgewählt? Ah, guten Tag, die Herren. Bafragor, den alten Säufer... Alter Säufer? Er hat mir versichert, er sei der beste Steinmetz hier. Der Großkönig selbst hat ihn geschickt. Naja, ich habe gesagt, dass ich genau der Steinmetz bin, den du brauchst. Dass ich vom Großkönig geschickt wurde, habe ich so nicht gesagt. Du lässt dich selbst von einem Säufer austricksen. Ich will den Kerl nicht in meiner Gruppe. Sei dir versichert, Boindil. Auch ich könnte mir eine bessere Gesellschaft vorstellen. Aber Tungdil gab mir sein Wort. Ja, ich gab dir mein Wort. Und solange du in der Lage bist, die Steinmetzarbeiten für die Feuerklinge zu machen, bist du mir willkommen. Es geht um das geborgene Land. Der Thron steht mir zu. Und Vrakas wird den Clans durch meinen Sieg zeigen, dass es so ist. Die Aufgabe ist den Anwärtern klar? Wer als erster die Feuerklinge schmiedet und hierher zurückbringt, hat seine Fähigkeiten bewiesen und wird unser neuer Großkönig sein, um uns gegen Not-On zu führen. Es wird Monate dauern, die Aufgabe zu lösen. Allein die Reise zu den Fünften ist eine langwierige und gefährliche Angelegenheit. Gefährlich, sicher. Aber langwierig nicht unbedingt.
Du kennst das alte Tunnelsystem, das die Zwergenreiche verbindet? Tunnel sind schön und gut. Aber warum sollten wir unter der Erde bedeutend schneller vorankommen als darüber? Ein wissendes Lächeln umspielt den Mund des Beraters. Nun... sozusagen im zweiten Teil der Geschichte angekommen. Also für mich der zweite Teil sozusagen. Ich finde, das Buch hat so verschiedene Abschnitte. Beeindruckend, was unsere Vorfahren hier geleistet haben, nicht wahr? Die Stämme haben alle zusammengearbeitet. Kaum eine Aufgabe kann dann zu groß für uns sein. Hört, hört. Ja, wir haben jetzt eine komplett neue Gruppe. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Aber wir schauen mal, wir werden alle noch mal ein bisschen kennenlernen. Wir haben einen aus dem vierten Stamm, Goemgar. Schimmerbärtchen, wie er ironischerweise dauernd genannt wird. Liegt daran, dass wir schon gehört haben, die vierten sind Gemmschleifer, beziehungsweise können mit Juwelen umgehen. Und den haben wir. Jetzt haben wir einen Steinmetz und natürlich die beiden Zwillinge. Die beiden Zwillinge ist Otto Bitt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir quatschen ihn jetzt noch mal ein bisschen an und gucken uns in der Zeit unsere wunderbare Fahrt weiter an. Ich verstehe immer noch nicht, warum du mich ausgetrickst hast und unbedingt mitkommen wolltest. Ich bin seit mehr als 200 Sonnenzyklen Meister des Steins. Meine Werke werden in allen Ecken des Reiches bewundert. Es gab nie einen besseren bei den Zweiten als mich. Aber heute, ich will nicht als der Säufer in Erinnerung bleiben, dem der Meißel in der Hand zittert, sondern als Bavragor Hammerfaust, ungeschlagener Meister des Steins, der die Feuerklinge zum Leben erweckte. Ein letztes Meisterwerk. Ja, Bavragor, das war sein Name. Wenn du die Frage verzeihst, zwischen dir und Boindil scheint es böses Blut zu geben. Nichts, was unsere Mission gefährdet. Wir konnten uns einfach noch nie leiden. Es steckt doch mehr dahinter als nur eine alte Feindschaft. Bavragor geht nicht darauf ein. Sein Blick ist auf Ereignisse vor langer Zeit gerichtet. Du solltest deine Trägerei zügeln. Wir brauchen dich in bester Verfassung. Es gibt welche, die sagen, ich sei nur noch Meister des Bieres und nicht mehr Meister des Steins. Aber keine Sorge, ich habe nichts vergessen. Ich kann nichts vergessen. Egal, wie viel ich trinke. Mich wundert es, dass wir seit Tagen keine Spur von Gandogar gesehen haben. Vielleicht sind sie irgendwo falsch abgebogen. Wir sind bestimmt vor ihnen im Reich der Fünften. Wir sind nicht auf dem Weg zu den Fünften. Wir sind auf dem Weg zu den Ersten. Vermutlich sind wir schon unter dem Land der Hüterin. Die Ersten? Warum? Seit die Fünften vernichtet wurden, sind die Ersten die besten Schmiede im geborgenen Land. Nur sie können auch Tionium und Palandium verbinden, die sich eigentlich abstoßen. Außerdem können wir im Kampf gegen Not-On jede Hilfe gebrauchen und... Nein, ein Unfall. Verflucht! Goemgar! Kommen wir nicht weiter, Gelehrter. Was nun? Es ist alles deine Schuld, du Hochstapler! Ich wäre fast draufgegangen. Und wofür? Schön, dass du noch am Leben bist. Wir brauchen dich für unsere Mission. Damit du einen Thron stehlen kannst, der dir nicht gehört? Hass funkelt aus den Augen des Gemmenschleifers. Und einen Augenblick glaubst du, er würde sich mit dem Mut der Verzweiflung auf dich stürzen. Es geht mir nicht um den Titel des Großkönigs. Es geht mir um die Rettung des geborgenen Landes. Auch wenn du mir sonst nichts glaubst, das musst du mir glauben. Gar nichts muss ich. Ich bin gegen meinen Willen hier. Meine Gedanken sind wohl mein einzig verbliebenes Recht. Genug. Sammelt alle Materialien ein, die wir noch retten können. Wenn wir es zu den Ersten schaffen, können wir alles bekommen, was noch fehlt. Es sollten weniger als 200 Meilen bis zu ihrer Festung sein.
Ja, Gurmgar wird uns noch ein bisschen auf die Nerven gehen. Nachdem ihr die Materialien eingesammelt habt, macht ihr euch auf die Suche nach einem Ausgang. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg gelangt ihr an eine runenverzierte Tür. Von dort kommt ihr in eine große Höhle mit einem Wasserfall vor einer sonnendurchfluteten Öffnung. Nacheinander geht ihr durch den Wasserfall und findet euch, nach der ungewollten Dusche, in Vajorn, nahe dem Zauberreich Oremaira wieder. Ihr findet euch auf einem Plateau und der Fluss, der hier als Wasserfall den Eingang zur Untergrundbahn versteckt, fließt an einem Wald vorbei, hinter dem ihr eine Mauer und Ziegeldächer seht. Du überprüfst deine Karte. Das müsste Mephordania sein. Wir gehen durch den Wald zur Stadt und schauen, ob wir unsere Vorräte auffrischen und Ponys kaufen können. Ja, wir haben schon wieder eine Errungenschaft bekommen. Wir haben jetzt im Laufe dieser Folge, glaube ich, schon 2 oder 3 Errungenschaften bekommen. Es ist super viel passiert. Wir machen hier einen Schnitt. Ich konnte in der Folge gar nicht so viel sagen, weil wir nur Cutscenes hatten. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber jetzt hat die Story ziemlich viel an Fahrt gewonnen, finde ich. Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein, denn da wird es jetzt weitergehen in sozusagen für mich Akt 2. Ich nenne es jetzt einfach Akt 2, denn man hat ja irgendwie, wenn man solche Monsterbücher hat, das Buch hat, glaube ich, über 800 oder 900 Seiten. Ich war echt der Meinung, oder was? Egal, hat zumindest sehr viele Seiten. Da unterteilt man das ja so storytechnisch immer so ein bisschen. Und für mich ist es jetzt schon der 2. Akt. Und da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Also lasst euch alles nochmal durch den Kopf gehen. Es sind gerade sehr viele Informationen auf uns eingetrudelt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier das Königreich durchstreifen werden. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.